hier? Ein merkwürdiges Symbol. Corvis Corvus. Ich weiß nicht, das obere Wort kann ich nicht erkennen. Das hier sieht so ein bisschen nach Corvus aus. Wobei Corvus ja eigentlich das, das lateinische Wort für Krähe oder Rabe ist oder so, ne? Fühlen. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus. I'm sorry. Corvus. Ethan. Corvus, Corvus, kann ich irgendwo... Nee, ich muss nichts finden. Ich muss... Drehen. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, wo fängt Corvus an, ne? Ja, hier, macht ja eigentlich Sinn. Da ist ja der... Der Pfeiler. Dieses kleine, diese Strebe. CO, ja. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Was wird uns da unten erwarten? Corvus. Okay. Es. Wir haben es gefunden. Das Feuer hat es verschont. Öffnen wir die Pforte. Zum Finale. Und zum Wesen dieser Geschichte. Dem Schläfer. Schauen wir uns nochmal ein letztes Mal um. Genießen diese Natur. Diese wunderbare Welt, dieses Panorama und gehen dann in die Tiefen. Allen Mut zusammennehmen, aber selbst hier hat das Feuer gewütet. Was ist das? Was sind das für, was ist das denn? Skulpturen? Aus dem Stein gehauene Schreckensgestalten, die sich in Höllenqualen aufbäumen? Wieder... Wow, was ist das? Ist das Ethan? Ist er verbrannt? Verkohlt. Also ich weiß nicht genau, ist friedlich. Er ist friedlich gestorben. Berühren? Lesen? Hier haben wir was zu lesen. Ah, verdammt. Ich bin nicht ich selbst, war nicht ich selbst. Heute wieder Stimmen, gleich wie gestern. Das ist äußerst ärgerlich. Das sagt mir nicht viel, um ehrlich zu sein. Da ist noch ein Text. Was ich tun muss, ist mir jetzt klar. Der Schläfer verweilt in einem Gefängnis des Todes und Schmerz ist der Schlüssel. Schmerz ist der Schlüssel. Und was ist das Schloss, ist die Frage. Okay. Weil wir haben hier... Ach, hier ist noch ein dritter, ne? Habe ich alle drei gelesen? Ah, verdammt. Schon wieder verklickt. Ich versuchte, sie einzumauern, aber sie wehrte sich. Am Ende konnte ich es nicht tun. Nicht meine Frau. Weder sie noch der Schläfer ist zufrieden. Jetzt muss ich entscheiden, wer, vor wem ich mich mehr fürchte. Habe ich noch irgendeinen Hinweis, den ich hier übersehen habe? Weiß es nicht. Da vielleicht? Ist das ein Text? Nein, das ist einfach nur... Okay, ich denke, ich habe alles gefunden. Es sind drei Hinweise offensichtlich. Erzähle mir deine Geschichte, Ethan. Nein, es ist der Großvater, es ist der Opa, der hier verbrannt ist. Das ist also das letzte Mosaikteilchen nach dem Tod von Travis. Ist der Großvater auch noch tot? Ist Ethan auch gestorben? Ethan und der Großvater arbeiten zusammen. Ethan verschiebt irgendwas, den Tisch, oder hält er sich daran fest? Ist er schwach? Ich höre es platschen, ist das... Was ist das? Das ist Benzin, oder? Ja, Ethan möchte das Haus abfackeln und hat alles mit Benzin vollgeschüttet. Das hier ist garantiert die Eins. Sie haben hier zusammengearbeitet, alles
verschüttet. Dann ist Ethan hier, weiß ich auch nicht, hat er irgendwas verschoben, hat er was gesucht, hat er was verbarrikadiert. Auf jeden Fall ist vielleicht das Feuer ausgebrochen und sie haben versucht zu fliehen. Oder der Großvater hat versucht, Ethan die Tür zu öffnen. Und hat sie wahrscheinlich nicht aufhalten können und ist dann hier gestorben. Dann ist das das Letzte. Es ist tatsächlich total linear, von da bis da. Okay, schauen wir uns das Ganze an. Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me. Your grandmother Gail is protecting me from you. Ethan, I can help you. Gail? I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! Oh gosh. When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. Grandpa, no! Er hat ihn eingesperrt. Gail, it has to be this way. The sleeper must not wake. Ethan schüttet Benzin durch die Tür durch. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Er legt sich einfach brennend hin und stirbt. Das ist total verwirrt hier. Ich habe keine Ahnung genau, was es hier mit auf sich hat. Den Schläfer haben wir nie wirklich gesehen. Alle reden drüber, aber wir haben ihn nie gesehen. Ethan? Du bist hier? Ich habe dich gefunden. Ihn aufwecken? Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. It was late. Too late. You're right. You were too late. Ist Ethan wirklich tot jetzt? Finde ich jetzt seine verbrannte Leiche? Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Sehen aus wie so viele kleine Betten, ne? Ein Kochtopf. Untertassen. Licht. Und eine Karte von Red Creek Valley, oder? Da. Bullen? Ist das das Zeichen für das Hexenhaus? Hier ist der Staudamm. Da kann man runter. Mine untersuchen. Ich versuche gerade noch ein bisschen zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist gerade. Wo ist denn jetzt Ethan hin? Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich versuchen, meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Ich weiß, du hättest jetzt richtig Bock, dass ich mir das sofort angucke. Aber ich möchte selber ein bisschen draufkommen. Die Geschichte ist ein narratives Erlebnis, das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was hier passiert ist. Der Großvater ist hier gestorben. Und Ethan ist nicht hier drinne. Und das hier ist dann offensichtlich der Raum, den Ethan gefunden hat. Der Raum des Schläfers. Der Raum, der ja Ethan entdeckt hat und damit die Geschehnisse ausgelöst hat. Aber hier ist nichts, das ist total simpel, das sieht aus wie eine Lagerhalle. Es sieht hier nicht irgendwie mystisch aus oder wie irgendwie so ein Haus. Weiß auch nicht, es ist merkwürdig. Ich guck mir das mal an. Eine Brücke. Ein Damm. Die Kirche. Dieser Ort. Das sind alles Geschichten.
Die Fallen und Schädel. Und die Raumkapsel, die haben wir auch abgehakt. Das Haus der Portale haben wir auch abgehakt. Und der Hexenwald. Und der alte Gott. Das sind alles Geschichten von Ethan, die wir durchlebt haben. Auf jeden Fall. Stimmt. Die... Ja, das sind genau die drei Ebenen, die ich meinte. Es sind einmal Ethans Geschichten, die wir hier alle entdeckt haben, ne? Das Seemonster und hier die Weltraumgeschichte und die Fallen am Anfang von dem Typen, der im Wald geht, um den Saft zu trinken. Und dann gibt's die Geschichte von dem Schläfer, der alles hier durchzuckt. Und dann gibt's irgendwie die Realität, wo jeder seine Probleme hat und diese völlig zerstörte Familie von Ethan und Ethan immer fertig macht und so. Was ist denn nun wahr? Ist alles drei wahr? Das ist sehr merkwürdig. Ich gucke es mir jetzt an, Leute. Festhalten. Christ, Ethan. You're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma! He's in here! Bin ich das da unten? Ist das mein Symbol, der Privatdetektiv? Honey, be careful with that lamp. Dale, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories? I mean, what the fuck? Ethan! Sake. You missed dinner. I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this? Oh my god. Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Ach du Scheiße. Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Jesus! Oh God! What do we do? What do we do? We can't stay here. Ich bin Ethans letzte Geschichte. Kann das sein? Es ist 7 Uhr. Überall auf jeder Uhr steht 7 Uhr. Auf der ganzen Karte verteilt. I wrote about you. But I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? Sieben Uhr vier. So ist also das Vandergriff-Haus abgebrannt. Und Ethans Familie versucht verzweifelt, ihn zu befreien. Sie lieben ihn also doch zuletzt und tun alles für seine Sicherheit. Großvater löscht Chad mit der Axt. Er hat die Axt in der Hand, weil er versucht hat, die Tür aufzubrechen.
hat Ethan eine Geschichte geschrieben, in der er, oder sich ausgedacht hat, im Angesicht seines Todes, in der er die Hauptrolle hat, in der seine Familie, die ihn eigentlich hasst und ihn nicht versteht mit seinen Geschichten, versuchen, ihn zu retten, um den Schläfer zu vernichten? Oder ist Ethan selbst vielleicht der Schläfer? Auf jeden Fall bin ich Ethans Geschichte und er spielt darin die Hauptrolle. In The Vanishing of Ethan Carter. Diese Geschichte lässt viel Interpretationsspielraum. Wie hat sie euch gefallen? Was haltet ihr von dem Ende? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, es würde mich echt interessieren. Was für eine Erklärung habt ihr denn für die Geschichte? Stimmt ihr mir zu, dass ich, Paul Prospero, eine eigene Geschichte von Ethan bin? Ich erzähle euch mal vielleicht, was ich vermute, wenn ich so drüber nachdenke. Ethan hat viel verarbeitet in seinen Geschichten, den ganzen Hass und den ganzen Zorn von seiner kaputten Familie. Sein Bruder ist ein Arschloch, der ärgert ihn die ganze Zeit. Sein Onkel ist noch ein viel größerer Penner, der ihn sogar als Schwuchtel bezeichnet. Und seine Eltern streiten sich nur. Sein Vater ist ein Versager, der versucht, Erfindungen zu machen, aber einfach keinen Fuß in die Tür kriegt. Und seine Mutter glaubt nicht an seinen Vater. Und in diesem ganzen Chaos, in dieser zerrütteten Familie ist Ethans Fantasie das Einzige, was ihn von der Realität abschotten kann, seine Geschichten. Und vielleicht handeln seine Geschichten deswegen auch immer von Bösartigkeiten, weil er den Hass und den Zorn und die Verzweiflung nur so zum Ausdruck bringen kann. Und darum hat er die Geschichte von Paul Prospero erfunden, einem Detektiv, der diesen ganzen anderen Geschichten auf den Grund geht. Und vielleicht hat er versucht, sich selbst zu retten. Als das Feuer ausbrach, war es 7 Uhr. Überall auf der Welt steht die Uhr auf 7 Uhr fest. Am Bahnhof erinnere ich mich. Und zum Schluss an dem Pumpkraftwerk. Das heißt, in diesen 4 Minuten, bis der Abspann kam, hat Ethan sich vorgestellt, wenn die Geschichte, die er sich ausgedacht hat von Paul Prospero, wenn er käme, um ihn zu retten. Und vielleicht ist wirklich Ethan selbst der Schläfer. Und er darf nicht aufwachen, weil er zu viel Leid in der Welt hervorrufen würde. Also könnte Ethan sich selbst die Schuld geben, dass seine Familie so zerrüttet ist. Und das würde erklären, warum Ethan selbst der Schläfer ist. Schreibt mir mal drunter, was ihr halten würdet. Da kann man so viel reininterpretieren. Aber es ist echt interessant. Gefällt mir wirklich richtig gut. Ich bedanke mich, dass ihr hier mitgemacht habt. Das waren ja nur relativ wenig Folgen, aber die Story, ja, es ist einfach etwas, was man sich gerne mal angucken kann. Und gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich auch, wenn du bei nächsten Episoden wieder dabei bist von einem anderen Projekt. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.